Was ganz, ganz wichtig ist und was, glaube ich, die meisten von uns einfach nicht gelernt haben, ist, wie wir wirklich unseren Körper und unser Energiefeld gut umsorgen. Hallo und herzlich willkommen im Sternstaub-Stunden-Podcast, deinem Podcast für holistisches Human Design. Mein Name ist Steffi, ich bin Holistic Human Design Coach, Gründerin von All About Human Design, Autorin und Host von diesem wundervollen Podcast. Ich freue mich riesig, dich heute zu einer neuen Folge begrüßen zu dürfen und gemeinsam mit dir zu entdecken, was es wirklich bedeutet, ein Leben im Einklang mit deiner ganz eigenen Energie zu erschaffen. So schön, dass du hier bist zur neuen Folge im Sternenstaub-Stunden-Podcast und jetzt mit mir in dieses spannende Thema eintauchen möchtest, Transformation mit Human Design. Und ich glaube, dieser Prozess der Transformation, also Transformation ist ein ganz, ganz natürlicher Prozess in unserer Welt, in unserer Umgebung, in jedem Einzelnen von uns. Und alles ist quasi stetig im Wandel, in der Veränderung. Es ist ja auch das Einzige, was wir quasi nicht quasi anhalten, kontrollieren können, dass einfach stetig dieser Wandel da ist. Und auch wir selbst sind permanent am Weiterentwickeln, am Wachsen, in anderen Bereichen vielleicht, am Zusammenbrechen, damit was Neues entstehen kann. Und all das gehört ja quasi zur Transformation. Und generell, wenn wir jetzt auch erstmal so ganz allgemein drauf schauen, ist ja auch oft so, ich sag mal, der Lebensweg, ja, je älter wir werden, desto mehr gehen wir durch diese Transformation. Es ist so ein ganz natürlicher Prozess. Und auch wenn mit diesem Bewusstsein der Astrologie, des Human Designs, so dieser, ja, der auch der spirituellen Gesetze, ist es ja letztendlich auch so, dass alleine durch, ja, die Planeten, alleine durch die Zyklen, durch die wir laufen, ob wir jetzt davon wissen oder nicht, ja, jeder einzelne Mensch ist vom, zum Beispiel vom Saturn Return betroffen oder spürt diese Uranus-Opposition, ja, merkt den Chiron Return, egal ob da jetzt, wie gesagt, dieses Bewusstsein dafür da ist oder diese Offenheit, wird man es natürlich vielleicht noch stärker wahrnehmen oder die Zeichen anders wahrnehmen oder anders in diese Transformation und Wandlung gehen und vielleicht nicht in den Widerstand gehen. Aber letztendlich sind es ja genau diese Prozesse, die uns immer wachsen lassen. Und ja, wie gesagt, das ist ganz, ganz natürlich. Zum Beispiel, dass wir merken, die Uranus-Opposition ist ja so rund das 40. Lebensjahr. Das ist einfach auch so in unserer Gesellschaft so eine Zeit ist, wo für viele nochmal so ein Neuanfang ansteht, ja, wo man vielleicht auch so von der Midlife-Crisis zum Beispiel spricht und wo man letztendlich auch aus dieser, wenn man jetzt Krise vielleicht auch eher als Transformation sehen kann und nicht negativ behaftet, dass da ja, wenn wir nicht in den Widerstand gehen und in den Schmerz und die Glaubenssätze verstärken, auch hier letztendlich ja das Potenzial für Wandlung und Transformation und Weiterentwicklung liegt. Und auf der anderen Seite kann man ja jetzt auch wieder sagen, wenn wir sagen, okay, ja, wir transformieren uns, wir entwickeln uns weiter, je älter wir werden, kommt mir gerade doch auch der Gedanke, dass wir ja doch auch wieder, ich sag jetzt mal, wenn wir auf diese Welt kommen als Kinder, doch auch wieder diese pure Energie sind, ja, wo letztendlich vielleicht schon auf einer Seelenebene diese Transformation stattgefunden hat und wir eigentlich ein sehr, sehr starkes Bewusstsein dafür haben, wer wir selbst sind, dass ja Kinder meist wirklich intuitiv ihr Design im höchsten und besten Sinne ausleben, wenn sie da drin nicht gestoppt werden oder, ja, verändert werden quasi. Und das irgendwie auch wieder sehr, sehr spannend ist, dass wir auf der einen Seite natürlich auf dieser weltlichen Ebene diese Transformation haben, aber vielleicht auch auf dieser Seelenebene ist ja eigentlich die Weisheit da. Und dann wird da eher was drüber gelegt. Und da passt jetzt vielleicht auch dieser Einstieg mit Human Design als Tool der Transformation ganz gut hin, weil viele von uns kommen ja im Erwachsenenalter mit diesem Werkzeug, mit dieser Weisheit in Verbindung. Und ganz, ganz oft ist es so, so war es auf jeden Fall bei mir, so ist es bei ganz, ganz vielen Leuten, mit denen ich arbeiten darf, die ich begleiten darf, dass sie einfach an einem oder in einem Moment auch zu Human Design finden oder Human Design zu ihnen findet, wo sie spüren, dass sich was verändern darf, wo sie spüren, dass sie vielleicht auch den Kontakt zu sich selber verloren haben, wo sie vielleicht auch diese Zeichen wahrnehmen, wo sie spüren, da ist vielleicht Raum für Transformation, aber ich weiß gerade nicht, wie ich da hinkomme. Und wo Human Design einfach helfen kann, wieder den Kontakt zu sich und zur eigenen Energie aufzubauen, dieses Verständnis zu haben, diese Erinnerung zu haben. Hey, das ist quasi, das bist du, das ist deine wahre Essenz. Das ist, wo wir vielleicht schon mal waren als Kind, aber wo wir uns jetzt auch wieder hin zurückentwickeln dürfen oder weiterentwickeln dürfen zu einer, ja, noch erfahreneren Person, die trotzdem wieder diese Essenz verkörpert, sozusagen. Und
wir dann sagen, ja, Human Design ist auch ein Tool für Transformation, startet es ja ganz, ganz häufig einfach, ja, ich sage jetzt mal mit den Basics, die aber auch so ein wichtiger Kernpunkt des Human Designs sind. Ja, und die Basics, damit meine ich jetzt Strategie und Autorität ganz besonders, weil es das quasi diese mechanischen Abläufe sind, also Anleitung quasi für unsere Energie, ja. Strategie und Autorität, also das Verständnis über unseren Typen und darüber, wie wir gemacht sind, durchs Leben zu gehen, schenkt uns ja meist erstmal wieder einen Weg, vielleicht rauszukommen aus alten Mustern und uns für neue Muster zu öffnen, die uns auch wieder in die Transformation führen. Weil Transformation, wie gesagt, ist ein natürlicher Prozess, aber häufig, behindern wir den vielleicht auch oder, ne, wie gesagt, stellen uns dagegen oder sind im Widerstand mit dem Leben. Und das ist ja dann auch oft das Erste, was man so bemerkt, wenn ich wieder meiner Strategie folge, wenn ich da wieder wirklich meiner Energie folge, komme ich raus aus dem Widerstand, komme mehr rein in den Flow, habe das Gefühl, dass ich wieder vielleicht auch mehr auf meinen Lebensweg komme und dadurch wieder mehr zu mir komme und zu einer besseren Version oder höchsten Version meiner selbst werde, ohne jetzt das auch zu werten, das auf einer weltlichen Ebene zu werten, gute, schlechte Version, aber auf einer energetischen Ebene, dass es sich einfach anders anfühlt. Und dann ist ja auch die Autorität, die ja Hand in Hand damit geht, unsere Entscheidungsweisheit, die uns wiederum ermöglicht, wenn wir mit unserer Strategie agieren, wiederum zu entscheiden, was gehört denn da jetzt wirklich auf unseren Lebensweg oder was gehört denn jetzt wirklich zu uns oder was wollen wir denn oder was wollen wir nicht, auch vor allem, ne, auch wieder so unsere innere Stimme da letztendlich wahrzunehmen, die uns zeigt, wo vielleicht auch Grenzen sind, wo wir mehr hingehen dürfen, wo wir vielleicht auch Komfortzonen verlassen dürfen, wo wir vielleicht auch wieder mehr, ne, zurückkommen dürfen zu einer Essenz. Und das ist da ganz, ganz, ganz wichtig. Und dann anhand natürlich, wenn wir beginnen, in das Experiment zu gehen, in diese Transformation zu gehen mit Strategie und Autorität, wird uns ja auch häufig gleich bewusst, da sind Glaubenssätze, da sind Konditionierungen, Und wenn wir dann auch so im Bereich der Center schauen oder der Definition schauen, was da eigentlich in der Chart quasi los ist, merken wir erstmal so, da sind ja Themen, drückt sich dann auch häufig durch dieses Nicht-Selbst, ne, durch dieses Thema aus, so diese Frustration, diese Verbitterung, ne, Wut, was da hochkommen kann, wenn wir merken, wir entfernen uns da wieder mehr von uns selber. Und meistens wird, wenn wir anfangen zu experimentieren, manche Leute bleiben auch da stehen und sagen, ne, das reicht mir, diese kleinen Hinweise in Anführungszeichen, weil natürlich dadurch, dass man diese mechanischen Hinweise von Strategie und Autorität und diese Achtsamkeit der Konditionierung, dass man nicht mehr den Konditionierungen und den Glaubenssätzen folgt, sondern wirklich der wahren Essenz, ne, das richtet uns ja quasi schon wieder aus unserem Lebensweg, dass wir eigentlich ganz natürlich der Transformation folgen können, für die wir hier sind. Und trotzdem ist es ja dann häufig so, dass eigentlich, dass einfach noch so viel mehr Weisheit in der Human Design Chart versteckt ist, die uns auch wieder unterstützen kann, wieder, wie gesagt, zurückzukommen zu uns und unsere Gaben und Talente weiter auszuleben. Und da bewegen wir uns dann häufig auch auf der Ebene, ne, der Stärken der Center zum Beispiel, die Kanäle, die wir mitbringen, die Verbindung, wo der Energiefluss da ist, ne, all das, was ja definiert ist, womit können wir nach draußen gehen, was geben wir auch anderen Leuten energetisch, wo sind wir quasi die Brücke, die hier gebraucht wird, ne, wo bringen wir die Energie mit, die auch draußen im Außen gebraucht wird. Wollen wir dann auch in die Potenziale, in die Tore mehr und mehr eintauchen, zum Beispiel auch durch die Gene Keys Sequenzen, wenn wir da auch wieder so diese Schattenfrequenz, aber dieses größte Geschenk auch wahrnehmen, vielleicht dann auch ins Lebensthema eintauchen. Auch das ist meistens auch hier ist schon so ein Prozess der Transformation, weil ich kenne es aus meinem eigenen Leben und wie gesagt, ich erlebe es auch häufig wieder, dass wenn wir versuchen die Transformation vielleicht auch, weil die entfaltet sich auf einer ganz natürlichen Art und Weise, ne? Wenn wir da wirklich nicht aus dem Verstand heraus handeln, sondern von Anfang an dann unserer Energie vertrauen und wirklich, ne, sage ich jetzt mal, mit Strategien, Autorität starten und dann in diesem ganz natürlichen Rhythmus weitergehen und nicht aus einem Kopf, ich muss das jetzt verstehen, ich muss das jetzt wissen, sondern eher aus, oh, es ruft mich, es zieht mich, jetzt kommt dann eine richtige Einladung oder jetzt kann ich darauf reagieren. Dann macht das auch wieder Sinn, ne? Die Tore zu entziffern, zu entschlüsseln, das Lebensthema zu entdecken. Ne? Man wird es dann schon beobachten, so zeigt sich das in meinem Leben. Wenn wir aber versuchen, die Transformation zu beschleunigen und das Lebensthema vielleicht zuerst anzuschauen und noch gar nicht in unserer Energie sind und noch sehr, sehr stark in diesen Konditionierungen hängen und noch gar nicht mit dem Leben so interagieren, ja, wie wir eigentlich dafür gemacht sind und uns vielleicht die letzten 10, 20, 30 Jahre davon weg quasi bewegt haben, na, dann wird es auch keinen Sinn für uns quasi ergeben, auch nicht auf einer logischen Ebene. Dann wird es manchmal eher Fragen aufwerfen und vielleicht neue Konditionierungen auslösen, anstatt dass es uns da mehr Klarheit gibt. Also hier haben wir schon so diese
Schritte der Transformation, und ich sag mal, traditionell im Human Design wird da ja auch manchmal so eine gewisse Zahl von Jahren, ne, 3 Jahre, 7 Jahre musst du, bis du da ankommst und dann darfst du erst hier und da. Ich sehe da gar keinen zeitlichen Rahmen, weil für jeden von uns ist auch diese Transformation und auch jetzt genau, wie sie sich entfaltet, nicht geradlinig und nicht an einen gewissen Zeitrahmen quasi gebunden, sondern das kann ganz, ganz individuell sein. Es kann innerhalb von Tagen gehen. Es kann sein, dass schon die Energie so gelebt wird, dass an sich eigentlich auch schon so, ich sag mal, ne, die Transformation schon automatisch passiert ist, ohne das Bewusstsein für Human Design. Und da sage ich auch immer wieder, Human Design ist ein wundervolles Werkzeug. Human Design ist eine unglaublich große Weisheit, ein unglaublich großes Geschenk. Aber wir brauchen nicht Human Design, um erfüllt zu sein. Wir können auch, ja, manche Leute leben einfach wirklich ihre Energie im höchsten und besten Sinne, weil sie vielleicht durch andere Wege dahin gekommen sind, weil sie vielleicht niemals in dieser Konditionierung drin waren, weil sie ja einfach vielleicht auch schon auf einer anderen Ebene hier sind und dieses Wissen einfach verkörpern. Und das, wie gesagt, da gibt es keine zeitliche Limitierung, wo man sagt, okay, jetzt das erste Jahr das zweite Jahr das dritte Jahr das. Das würde für mich auch wieder zu dogmatisch sein, sondern einfach für sich zu schauen, in welchem Tempo man gehen kann. Man wird auch schnell merken, wenn man vielleicht zu schnell gegangen ist, wenn man wieder ein paar Schritte zurück machen darf. Und auch da, die Transformation verläuft hier auch nicht geradlinig. Worauf ich jetzt aber auch hinaus möchte, und das ist jetzt eigentlich ein Prozess, der noch hinter diesen mechanischen Elementen, diesen, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, sehr offensichtlichen Elementen der Chart liegt, weil das Ding ist einfach, wenn wir uns in diese Transformation begeben, wenn wir Strategie, vor allem auch Strategie und Autorität leben und wie gesagt unseren Körper sozusagen, also man sagt doch oft so, unser Fahrzeug, unsere Form so ausrichten, dass wir auf dem für uns richtigen Lebensweg sind, spüren wir auch schnell, dass wir viel feinfühliger für unsere Bedürfnisse werden, dass wir viel feinfühliger auch für unseren Körper werden, dafür, wo es uns hinzieht, davon, wo es uns wegstößt, das, was uns quasi gut tut. Und wir merken vielleicht auch, ja, wie wir am besten starke Entscheidungen für uns treffen können. Also, ne, und da auch, wie gesagt, klare Grenzen vielleicht zu setzen oder neue Wege einzuschlagen. Und gleichzeitig, wenn wir feinfühliger werden in diesem Moment, ne, dass wir das so spüren, kann es auch sein, dass wir spüren, ja, an sich, ne, nehme ich das wahr oder ich weiß, ich bin da gerade in einer Situation oder in einer Umgebung oder in einer Beziehung oder mit Menschen, das tut mir nicht gut. Aber irgendwie schaffe ich es auch noch nicht, diese starke Entscheidung zu treffen. Also da wird man, sagt man im Human Design auch manchmal, okay, ja, dann ist das Bewusstsein eigentlich schon da. Wir sind vielleicht schon die ersten Schritte gegangen, aber wir merken, dass wir immer noch wie so dumme Entscheidungen treffen, ja, nicht so wirklich, die im wirklichen Einklang mit uns sind. Und die sind jetzt gar nicht so doll durch Konditionierung geprägt, sondern einfach vielleicht auch dadurch, dass unsere Autorität auch noch sehr leise ist. Und das ist auch immer was, was ich immer wieder mitbekomme, auch in meiner Arbeit. Und was natürlich unglaublich vielfältige Gründe haben kann, ja, warum das Bauchgefühl zum Beispiel so leise ist. Das kann einfach sein, dass wir halt nie gelernt haben, dem Ganzen zu vertrauen oder dass wir noch gar nicht für uns rausgefunden haben oder nur diese Körperverbindung einfach fehlt, weil wir sehr stark im Kopf sind. Es kann natürlich auch vom Design her, nicht jedes Bauchgefühl zeigt sich gleich, sondern wir haben da, ne, bei manchen ist das wirklich so dieses absolute Feuerwerk, hell yes, und bei anderen ist es vielleicht eher eine Richtung, die sich anzeigt, wo man hingehen darf und so ein Ruf. Und dann entfaltet sich das eher über so einen Prozess zum Beispiel. Also natürlich gibt es hier Feinheiten. Und nichtsdestotrotz, ne, jetzt Beispiel Bauchgefühl, aber das Gleiche geht zum Beispiel auch für die Emotionen, Milz und alle anderen Autoritäten, dass es einfach auch so sein kann, dass wir halt nicht diese Verbindung zu unserem Körper haben, weil wir quasi nicht unseren Körper und unser Energiefeld auf die und Art und Weise umsorgen und nähren, die wir wirklich brauchen, damit wir diese tiefe Verbindung wieder dazu haben, zu unserem körperlichen und zu unserem Energiefeld. Und das ist dann häufig auch der Punkt, wo, ich sag mal, das Wissen, was noch hinter der Chart quasi versteckt liegt, auf uns zukommt oder uns einfach nochmal neue Hinweise geben kann. Entweder wenn wir spüren, ne, wir sind da in unserer Transformation und jetzt wollen wir noch einen Step tiefer gehen, oder wenn wir merken bei der Transformation, okay, hier komme ich immer wieder gegen etwas an und ne, das geht halt Hand in Hand, ne, dann diese Ebene tiefer zu gehen, um dann auch wieder weiter in der Transformation auf der mechanischen, auf der körperlichen Ebene quasi zu gehen. Und wie gesagt, das ganz, ganz, was ganz, ganz wichtig ist und was, glaube ich, die meisten von uns einfach nicht gelernt haben, ist, wie wir wirklich unseren Körper und unser Energiefeld gut umsorgen und versorgen. Und da geht es jetzt nicht unbedingt darum, wie viel Spinat du am Tag isst oder
wie viel Sport du machst, sondern wirklich zu gucken, was brauchst du, was braucht dein Körper und dein Energiefeld, damit du gut versorgt bist. Und für manche ist es zum Beispiel vielleicht regelmäßig Bewegung und Sport und eine Umgebung, die einen aktiviert. Und für andere ist es vielleicht eher Entspannung und Flow. Und es ist viel wichtiger, in welcher Umgebung man quasi ist, anstatt das, was man eigentlich wirklich auf dem Teller hat. Und genau da liegt quasi das Wissen hinter den Variablen sozusagen nochmal. Das ist zusammengefasst in den Variablen, die wir ja auch schon in der letzten Podcast-Folge ein bisschen entdeckt haben. Und da habe ich gesagt, dass ich gerne mit euch auch ein bisschen in die 4 Transformationen eintauchen möchte, weil das ist jetzt so dieser Prozess im Human Design, wo es quasi nochmal um 4 Schritte geht, die für mich so Teil dieser großen Transformation sind, die aber als quasi als feinfühlige Transformation ablaufen können, um uns wieder in unserem großen ganzen Sein zu bestärken. Und wenn wir quasi sagen, ja, wir haben die Variablen, sind ja quasi die 4 Pfeile in der Chart, da haben wir dann für jeden Pfeil gibt es quasi eine Transformation, die da für uns drin liegt, die uns auf einer anderen Ebene nochmal unterstützen kann, wirklich unsere Energie in dieser Welt auszuleben. Und da starten wir jetzt mal und schauen, was eigentlich in den Transformationen versteckt liegt und wie die vielleicht auch wieder zusammenwirken mit, ja, mit unserem Grobstofflichen, mit der Strategie, mit der Autorität, mit unserer gesamten Chart, mit unserem Center, mit unserem Lebensthema auch wieder. Und die erste Transformation startet im Human Design tatsächlich auf dieser körperlichen Ebene. Ich habe gerade schon gesagt, viele von uns haben nicht gelernt, Körper und Energie wirklich gut zu umsorgen. Und die erste Transformation, wenn du jetzt auf deine Chart schaust und auch die 4 Pfeile vor dir siehst, startet quasi die Transformation wirklich im oberen linken Pfeil und geht dann gegen den Uhrzeigersinn einmal rum. Also oberer linker Pfeil, unterer linker Pfeil, unterer rechter Pfeil, oberer rechter Pfeil. Das sind so 1, 2, 3, 4, wie so 4 Schritte. Und natürlich wäre es mal wieder zu einfach im Human Design, wenn wir einfach sagen würden, ja, okay, 1, 2, 3, 4. Innerhalb dieser Schritte gibt es auch wieder Abhängigkeiten und da gibt es gewisse Verbindungen und die hängen dann auch wieder komplexer zusammen sozusagen. Und man sagen kann, okay, Schritt 1 kann aber ohne Schritt 2 auch nicht passieren. Wäre natürlich schön, wenn es einfach so simpel wäre, aber um jetzt hier mal so einen kleinen Überblick zu bekommen, letztendlich folgt es diesen 4 Schritten. Und die erste Transformation ist dann wirklich, dass wir lernen dürfen, unseren Körper, unsere Energie zu umsorgen. Und wenn wir verstehen, was unser Körper, was unsere Energie braucht, um wirklich optimal genährt zu sein, stärken wir halt unseren Körper. Und wenn wir wieder sagen, okay, wir haben auch die Autorität ist ja auch oft eine sehr körperliche Wahrnehmung, beziehungsweise auch auf dieser Energieebene eine Wahrnehmung, ist es nämlich auch so, dass die Autorität, deine Entscheidungsweisheit wieder in Verbindung steht mit deiner sehr, sehr feinfühligen Kognition, nennt man das auch im Human Design, es ist so wie dein Supersinn. Du hast wie so nochmal einen Supersinn, der sehr, sehr stark ausgeprägt ist, der dich da drin nochmal unterstützen kann, deine Entscheidung wirklich stark zu treffen. Und da ist dann wirklich natürlich der Supersinn. Der hängt sehr, sehr stark davon ab, wie ist dein Energielevel auf körperlicher Ebene und wo lebst du da vielleicht komplett gegen deine Energie und wo nicht. Und ich habe da jetzt echt in den letzten 2 bis 3 Jahren extrem mit experimentiert, auch teilweise schon bevor ich das Wissen hatte. Es ist mir einfach aufgefallen, auch wie gesagt, weil das einfach ein ganz natürlicher Prozess ist. Wenn wir anfangen, Strategie und Autorität zu leben, kommen wir schon dahin. Und habe für mich wirklich gemerkt, wie kraftvoll dieses Wissen schon in der ersten Transformation ist und wie auf der einen Seite ja intuitiv ich irgendwann angefangen habe, wirklich diese Entscheidung auch für mich zu treffen, da meinen Körper so zu umsorgen, wie es mir gut tut und da auch mich mehr und mehr für diesen Supersinn quasi zu öffnen, der da ist. Und gleichzeitig kommt dann aber wieder oft auch diese gesellschaftliche Konditionierung, wo wir gelernt haben, wir müssen so machen wie alle anderen und kann doch jetzt gar nicht so einen großen Einfluss haben und wo wir auch vor allem in unserem, sag ich mal, sehr sozialen Zusammenleben vielleicht oft die Kompromisse machen, weil wir ja denken, wir müssen, wie gesagt, vielleicht dann eher, ich sage jetzt mal, genau das gleiche essen wie die ganze Familie und uns mit allen zusammentun. Und das kann auch ein wichtiger Part natürlich sein, aber trotzdem hat da vielleicht jeder ein ganz anderes Bedürfnis, wie eigentlich der Körper genährt sein darf oder genährt sein muss. Und letztendlich ist alle einfach nur vielleicht ja nochmal mehr wegbringt oder ne, so wie das aktuell abläuft, sage ich jetzt mal so, im Alltag, tut vielleicht einem Partner gut, aber nicht dem anderen Partner. Weil das sind so die Gewohnheiten und der eine hat das so etabliert
Und deswegen macht man das halt so, aber man hinterfragt gar nicht mehr, ob es wirklich für jeden Einzelnen quasi gut ist. Und da auch Human Design auch hier auf dieser Ebene nochmal mehr in diese Individualität zu kommen, damit letztendlich, wie gesagt, auch wir diese Supersinne freischalten können, weil da wird auch, hatte Ra oft gesagt, dass halt letztendlich so dieses ganze menschliche Potenzial aktuell überhaupt nicht vollkommen ausgeschöpft ist, ne? Also, dass wir letztendlich als Menschheit so, so viel mehr Intelligenz auch bereithalten auf so einer tiefen zellulären Ebene, die aber aktuell sich gar nicht zeigt, weil wir halt alle in so einer, ja, sehr homogenisierten Gesellschaft leben, wo wir uns halt immer unterordnen müssen. Und das merkt man ja auch schon, wenn man, ne, Strategie, Autorität, Center, Kanäle, Lebensthema und so weiter und so fort quasi betrachtet, wie oft man sich angepasst hat und wie oft man Sachen getan hat, weil man sie halt eben so tut, aber nicht, weil sie einem selber gut tun. Und da haben wir genau dasselbe auf dieser, ja, sehr, sehr feinfühligen Ebene eigentlich auch. So, die erste Transformation, wir lernen wirklich, wie wir uns selber gut umsorgen können. Und wenn wir das gelernt haben, wird der Supersinn frei. Und der Supersinn hilft uns, nochmal stärker für uns wirklich wahrzunehmen, welche Umgebung uns gut tun, weil das ist dann Transformation Nummer 2. Welche Umgebung tun uns gut, welche Umgebung tun uns nicht gut? Wir spüren das intuitiv, können aber natürlich mit diesem Wissen auch aktiver wieder in die Umsetzung und in die Beobachtung gehen, weil das schenkt uns letztendlich ja Human Design. Das Wissen schenkt uns ein anderes Framework, einen anderen Blickwinkel, eine andere, ja, Möglichkeit, einfach unser Leben nochmal zu betrachten und uns, ja, genau, nochmal Hinweise zu geben, ja, das, was wir vielleicht vorher schon gespürt haben, einfach nochmal zu bestätigen, beziehungsweise wenn wir uns verloren fühlen, einfach nochmal in eine Richtung zu zeigen. Und da ist wirklich dieses Transformation Nummer 2, so, man kann so sagen, das fängt bei dir an und das in diesem Inneren eher, und dann geht's eher, okay, und wo befindest du dich jetzt eigentlich? Was tut dir wirklich gut? Welche Umgebung tut dir gut? Und auch welche Menschen, welche Routinen, was wird da wieder auch freigeschaltet? Weil wenn du quasi für dich in der richtigen Umgebung bist, hast du hier auch wieder eine sehr besondere Wahrnehmung, die dir dient, aber die auch anderen dienen kann. Und wenn du, jetzt sind wir hier auch, ne, weil es geht auch im Human Design oft darum, ich sag jetzt mal, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, wenn du an dieser richtigen Umgebung für dich angekommen bist, gehen wir automatisch in Transformation Nummer 3, weil die richtige Umgebung schenkt uns einfach die Möglichkeit, den richtigen Blick auf die Welt zu haben. Das ist quasi die Transformation Nummer 3, wo wir dann nochmal mehr in diesen Beitrag schon reingehen, ja, wo wir rausgehen aus diesem, okay, das ist jetzt, du sorgst quasi für dich und guckst, wo du hingehörst und in welchen Kontext du vielleicht auch gehörst. Und dann geht es schon mehr darum, welchen Blick hast du eigentlich auf die Welt? Wie siehst du die Welt? Was möchtest du hier dann auch quasi schon beitragen? Und da gehen Transformationen 3 und 4 oft so wirklich Hand in Hand, dass, ja, so ein bisschen, eine meiner Mentorin hat mal so schön gesagt, das ist so ein bisschen, als ob wirklich so der, also die richtige Umgebung, wenn wir nicht in der richtigen Umgebung sind, ist es wie so ein Bild, was schief im Rahmen hängt, und wir können gar nicht erkennen, was letztendlich auf diesem Bild ist. Und wenn wir in der richtigen Umgebung sind, wird dieses Bild quasi gerade gerückt. Und auf einmal haben wir einen ganz anderen Blick und können das ganz anders erfassen. Und so fühlt es sich letztendlich für uns an. Und da, und Transformation Nummer 3 gibt uns dann nochmal Hinweise, ne, wann haben wir diesen Blick und was kann der quasi auch beitragen auf der Welt. Und dann ist es wirklich bei Transformation Nummer 4 letztendlich wirklich so, dass wir unseren Verstand, der ja freigemacht wurde von dieser Entscheidungsfindung, wirklich auf die höchste und beste Art und Weise nutzen können, um auch eine äußere Autorität für andere zu sein. Und um wirklich unseren Beitrag hier zu leisten. Und da ist auch wieder spannend, dass diese Transformation 1, 2, 3, 4 in tiefem Zusammenhang mit unserem karmischen Weg sozusagen stehen, also mit den Nord- und Südknoten, also mit dem Mondknoten, aber auch mit unserem Lebensthema. Und das heißt, wie gesagt, dass wir sowieso durch diese Transformation auch laufen in unserem Human Design Experiment, aber diese Transformation auch auf einer feinfühligen Art und Weise nochmal so viel mehr Tiefe freischalten können, wenn wir wirklich unseren eigenen Weg gehen wollen und unser Lebensthema ausleben wollen, wenn wir wirklich spüren, wir wollen einen Beitrag leisten. Und das ist ja genau das, was wir auch gerade, glaube ich, ja, kollektiv in den letzten Jahren so intensiv wahrnehmen, dass jeder Einzelne von uns einfach spürt, ne, wir sind hier, um einen Beitrag zu leisten. Wir sind nicht hier, um einfach nur zu funktionieren, einfach nur zu machen wie alle anderen, sondern wir sind wirklich hier, um unsere Individualität auszuleben. Und da kommen wir jetzt ja auch wieder hin, dass vor allem dieses Wissen auch rund 2027 oder jetzt je näher quasi, ja, dieser Umbruch auch im Human Design kommt, dass es umso wichtiger wird. Und ja, dazu habe ich auch eine Podcast-Folge aufgenommen. Jetzt hier nochmal drauf einzugehen, würde jetzt hier, glaube ich, echt so ein bisschen die Zeit und den Rahmen sprengen, 2027, so dieser Umbruch. Aber vielleicht nochmal kurz, um da jetzt den Bogen zu spannen, ist es natürlich so, dass wir aktuell uns ja
in der Energie, in der wir uns gesellschaftlich jetzt die letzten 300 Jahre befunden haben und aktuell noch so befinden, uns ja sehr stark untergeordnet haben, ne, und uns, wie gesagt, eher gemeinschaftlich ausgerichtet haben, dass zum Beispiel ja die Gemeinschaft, ich sage jetzt mal so Familienstrukturen oder Umfeld, eine ganz andere Rolle gespielt haben. Insoweit, ja, ich sage jetzt mal vielleicht das Beispiel mit dem Nähren, um da kurz den Bogen zu schlagen, dass wir zum Beispiel gesagt haben, ja, nee, Familienessen und alle zusammen und ne und Bindung und wir müssen da das gleich machen und gleiche Ebenen schaffen und gleiche Möglichkeiten für alle und das muss einfach für alle quasi gleich sein, dass wir jetzt mehr und mehr verstehen, dass das funktioniert gar nicht, dass wir vielleicht, wie gesagt, dass das nur weil wir alle dasselbe tun oder dieselben Möglichkeiten haben oder dasselbe essen, dass es uns allen gleichzeitig gut tut, weil wir einfach so unglaublich individuell sind. Und dadurch, dass diese Strukturen ja dann im Außen mehr und mehr schon wegbrechen, ne, so diese Gemeinschaften, diese Familien, dieses Alter und wir mehr und mehr dahin kommen, dass wir individuell auf uns achten müssen, ist natürlich auch dieses Wissen unglaublich wichtig. Und gleichzeitig, glaube ich, braucht es auch einfach, ja, nicht glaube es nur, ich spüre es, es braucht mehr Menschen, die ja bewusst durch die Welt gehen und ihre Gaben und Geschenke ausleben, damit wir auch diesen Wandel im höchsten und besten Sinne wiederum nutzen können. Weil ja, man spürt ja schon, es ist intensiv, es wird wahrscheinlich auch intensiv, aber je mehr Menschen für sich da bewusst durchgehen, desto mehr Menschen können auch quasi ein Licht sein und andere auch wiederum mitnehmen, weil nur wenn man individuell da durchgeht, heißt das nicht, dass man egoistisch da durchgeht, sondern dass man gemeinsam letztendlich, wenn man selber bestärkt ist, wenn man selber gestärkt ist in seinem Körper, in seiner Energie, kann man ja auch ganz andere wieder andere bestärken und die unterstützen. Und dass es uns letztendlich ja einfach wieder mehr und näher zusammenbringen kann auf einer ganz anderen Ebene. Und wir natürlich auch dadurch, was ich vorhin gesagt habe, mit diesem Intelligenzpotenzial, mit diesem kognitiven Potenzial, was wir alle haben, und aber vielleicht aktuell auch nicht nutzen, weil es darunter liegt unter den Konditionierungen. Wir brauchen das natürlich. Wir brauchen das jetzt, um auch Lösungen zu finden oder Lösungen ja auszuarbeiten, Lösungen zu erschaffen, um gewisse Probleme einfach anzugehen, die jetzt halt durch die letzten 300 Jahre, die letzten Generationen aufgekommen sind. Und ohne da jetzt mit dem Finger irgendwo hinzuzeigen, ich glaube, das war einfach auch hier wieder zu verstehen. Da sind ja diese energetischen Muster drunter, auch das. Wir gehen da auch durch eine Transformation, auch gesellschaftlich, nicht nur individuell, sondern auch gesellschaftlich. Und ja, aber da einfach zu sagen, hey, vielleicht, ich spüre einfach, dass ich da für mich durchgehen möchte, dass ich für mich diese Stärke wieder in mir finden möchte, diese starke Entscheidung für mich treffe, damit ich auch wieder auf einer anderen Ebene andere supporten kann und nicht immer aus einem leeren Glas quasi schöpfen muss für mich selber und für andere. Genau. Ja, deswegen, ja, wie gesagt, keine zeitliche Abfolge, aber wie gesagt, auch jetzt auf der kollektiven Ebene spürt man natürlich, bis 2027 wird es da gerade intensiver. Und vielleicht spürst du ja auch gerade den Ruf, tiefer ins Human Design einzutauchen, tiefer in deine eigene Energie einzutauchen, je nachdem, wo du quasi stehst. Wenn du Lust hast, diesen Winter wirklich zu nutzen, um deine Chart auf neuen Ebenen kennenzulernen, gibt es quasi zwei Möglichkeiten, mit mir ins Human Design einzutauchen. Auf der einen Seite öffnet sich jetzt quasi wieder die All About Human Design Masterclass, die Holistic Human Design Coaching Ausbildung. Die öffnet im November wieder ihre Tore und da tauchen wir in 10 komplexen Modulen wirklich in die Chart ein und starten mit dem gesamten Überblick, mit den 4 Weisheiten, die ja das Human Design ausmachen, mit dem großen ganzen Kosmos, was dahinter liegt, dem Mandala, tauchen dann in die Chart ein, in die verschiedenen Ebenen von den Centern, über die Strategien und Typen, die Autoritäten nochmal ganzheitlich, die Profile, aber auch die Mechanik dahinter. Warum entsteht es so quasi wirklich so diese Tiefe? Warum ist Typ so und Typ hier da? Und was sind die Verbindungen in der Chart? Welche Kanäle haben wir? Was sind die Stärken in den Kanälen? Wie fließt die Energie? Welche Tore sind da? Welche Schatten können diese Tore mitbringen? Aber auch welches höchste Geschenk liegt hier hinter? Welches Lebensthema? Auch das ganzheitlich zu lesen, diese 192 Lebensthemen, aber wirklich nochmal individueller zu lesen, je nachdem, was in der Chart los ist. Und da wirklich in der Holistic Human Design Coaching Ausbildung einzutauchen, um auf der einen Seite für dich auch durch diese tiefe Transformation mit dem Wissen zu gehen, aber auch dieses Wissen zu nutzen, um eine neue Welt mitzugestalten, indem du dieses Wissen für dein Umfeld anwendest, was ganz, ganz viele, also ja, eigentlich jeder aus der Masterclass natürlich tut, sei es mit dem Partner, mit den Kindern, mit den Freunden, im Arbeitsumfeld, Kollegen,
und da einfach eine Wandlung bringt. Oder vielleicht hast du auch den Wunsch, als Holistic Human Design Coach zu arbeiten oder Human Design in deine Arbeit zu integrieren. Auch da ist die Masterclass genau das Richtige für dich, weil wir haben da wirklich auch komplexe Übungen. Es gibt ein Workbook mit allen Aufzeichnungen. Es gibt quasi ja eine Online-Datenbank von Videos, von Audios. Für jeden Lerntypen ist da auch was dabei. Es gibt Quizzes und wie gesagt, es gibt auch Übungs-Readings und es wird Embodiment-Calls geben, wo es wirklich nochmal darum geht, diese Energie wirklich zu verkörpern, anhand echter Beispiele da reinzugehen und in diese Verkörperungsebene zu kommen, um das Wissen dann nicht nur im Kopf abzuspeichern, sondern für sich selber zu fühlen, zu spüren, zu verkörpern, aber auch zu verstehen, wie lese ich denn die Chart jetzt ganzheitlich, liebevoll, wertschätzend und bestärkend für andere. Und wenn du da dabei sein möchtest, trag dich jetzt am besten auf die Warteliste ein. Da gibt es nämlich noch einen exklusiven Bonus für die Warteliste, wenn die Anmeldung jetzt im November öffnet. Und das werde ich auch ganz intuitiv mit meinem Bauch machen. Voraussichtlich wird es aber Mitte November sein. Das heißt, wenn du jetzt die Podcast-Folge hörst, hast du noch ein paar Tage, auch dich in die Warteliste einzutragen, ganz unverbindlich. Du bekommst dann einfach Bescheid, wenn die Anmeldung sich öffnet und kannst dann dabei sein und quasi den Winter jetzt und auch das ganze Jahr 2023 nutzen für deine persönliche Transformation, aber auch vielleicht die berufliche Transformation in eine neue Richtung. Und die zweite Möglichkeit, mit mir tiefer einzutauchen, vielleicht hast du bereits dieses Wissen, vielleicht bist du selber bei dir schon tief in ein Experiment gegangen, verkörperst Strategie, Autorität, hast das Wissen über die Chart, über die Zusammenhänge, all das, was quasi so in Teil der Holistic Human Design Coaching Ausbildung so quasi ist oder einer vergleichbaren Ausbildung und wünschst dir aber tiefer zu gehen in dieses Universum hinter der Chart, in die Variablen, in die vier Transformationen, in die Töne, Farben und Basen der Chart, wo ganz, ganz viel Wissen und Weisheit auch nochmal liegt, wo quasi nochmal so ein ganzes System, so eine ganze, auf der einen Seite auch Struktur, aber auch Tiefe quasi liegt, wie wir unsere Energie nochmal leben können, wie wir die Energie auch deuten können. Und auch hier ist es für mich ganz, ganz, ganz wichtig, dass wir auf der einen Seite persönlich durch diese Transformation gehen und dieses Wissen nutzen, um das auch wirklich zu verkörpern. Und da werde ich dich in der Expertenausbildung die Variablen mitnehmen in diese Welt. Es wird Wissen geben, es wird tiefe Theorie geben, es wird aber auch Übung geben, um damit mehr in die Verkörperung, in die Übung zu kommen, als Gruppe auch voneinander zu lernen. Und es wird dann auch Übungsreadings geben. Das heißt, es ist auch hier wieder so, wenn du merkst, du möchtest dieses Wissen nicht nur für dich anwenden, sondern du möchtest auch wirklich dieses tiefe Wissen mit den Variablen in Readings, in Coachings, in Mentorings, in deine Arbeit integrieren, dass wir da auch lernen, wie du das Ganze auch wieder hier ganzheitlich, liebevoll, bestärkend und unterstützend wirklich nutzen kannst in deiner Arbeit. Da tauchen wir auf jeden Fall auch tief ein. Die Ausbildung wird jetzt live starten. Der Starttermin ist der 23. November 2022. Die Anmeldung ist, oh Gott, bis zum 21. November geöffnet. Das heißt, wenn du da dabei sein möchtest, die Anmeldung ist jetzt geöffnet. Du kannst einfach direkt auf meine Website hüpfen. Alle Infos dazu findest du auch in der Podcast-Beschreibung, in den Shownotes quasi, den Link direkt. Und kannst da schauen, nochmal alle Infos, Termine, Daten, Ablauf findest du da auf der Website. Und wenn du Fragen hast, melde dich auch super, super gerne bei mir und meinem Team. Auch gerne via Mail support@allabouthumandesign.de, wenn du eine Frage zu den Ausbildungen hast. Und ich würde mich einfach riesig freuen, dich jetzt einfach in diesem Winter nochmal mehr so Thema Innenschau, Rückzug, vielleicht mehr zu dir, zu deiner Energie zu führen und gleichzeitig einfach auch mit dir so die Ausrichtung für 2023 machen, um da noch tiefer zu dir selbst zu gehen und in diese Transformation zu kommen, wo wir jetzt gerade ja alle spüren. Es ist viel Wandel im Außen, es ist viel Unsicherheit im Außen. Das einzige Sicherheit, die wir quasi gerade finden können, das ist auf jeden Fall meine Empfindung, es ist wirklich diese Sicherheit in uns, dass wir das lernen, wirklich uns selber zu vertrauen und andere darin zu bestärken, auch sich selber zu vertrauen, dass wir unsere Partner, unsere Kinder, unser Umfeld, unsere Kollegen, Mitarbeiter, wie auch immer, ja, auch in diese Selbstermächtigung bringen, ja, in dieses Selbstbewusstsein bringen, dass jeder einfach gestärkt durch diese Zeit gehen kann. Und das ist auf jeden Fall meine Mission, meine Vision und ich freue mich, wenn du Teil davon bist. Danke dir jetzt von ganzem Herzen, dass du mir hier in diesem Podcast gelauscht hast. Ich freue mich auf die nächsten Folgen mit dir und freue mich, wie sich unsere Wege kreuzen dürfen. Ich sende dir jetzt ganz, ganz viel Liebe. Vergiss nicht, du bist ein Wunder. Du bist aus Sternenstaub gemacht und trägst das ganze Universum in dir. Alles, alles Liebe, deine Steffi.